Vielen Dank, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Der Gesetzesprojekt 8205 gesagt viel Gesetz vom 30. Mai 2005 über die Organisation von der Verwaltung von der Funkwellen zu verbessern und Benutzen von Steuersender zu regulieren, respektive zu überwachen. Es geht heute um ein ganz technisches Gesetzesprojekt. Die Änderung vom Gesetz über die Organisation von der Verwaltung von der Funkwellen als durch Gesetz vom 17. Dezember 2021 über die elektronischen Kommunikationsnetze als Service notwendig gehen. Das Gesetz von 2021 schafft den harmonisierten europäischen Kader für die Attribution von Funkfrequenzen. Das geschieht natürlich immer im Einklang mit den Zielen und Grundsätzen von der Europäischen Union und bringt auch mit sich, dass die Investoren eine gewisse Prävisibilität tun, für können an drahtlos Hochgeschwindigkeitskommunikationsnetze oder Dienste zu investieren. In dem Kontext will ich mit diesen Änderungen auch eine ungemäße gesetzliche Antwort geben, die es ermöglicht, das nicht konform, nicht autorisiert oder gefährlich Nutzen von Apparaten wie Drohnen oder illegale Steuersender zu stoppen. Das könnte in unserem alltäglichen Leben nämlich immer mehr häufig sein. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, erlaubt mir kurz, auf die wichtigsten Artikel aus diesem Gesetzesprojekt anzugehen. Den ersten Artikel definiert die genaue Champ d'Application vom Gesetz vom 30. Mai 2005 als Loi générale betreffend Verwaltung von Funkwellen. Und daneben gibt es die Loi spéciale, das Gesetz von 2021, worüber ich Fedro schon verwiesen hat. Weil Funkwellen rare Ressourcen sind, erlaubt Benutzen und Verwaltung dem Staat, den Dritten kann eine Autorisation geben, Funkwellen zu benutzen. Das Gesetzesprojekt präzisiert, dass eventuell noch zusätzliche Autorisationen und Agreements für den Nutzen von den Funkwellen durch Dritte in andere Gesetze nötig können sein. Hier geht es zum Beispiel um Genehmigungen, die entweder im Kader vom Gesetz über Traumfahrtaktivitäten, im Kader von öffentlichen Enqueten zu Kommodo- oder Inkommodo-Prozeduren oder im Kader von der Funkzulassung zusätzlich zur städtischen Genehmigung für den Benutzen erfordert sind. Für den täglichen Funktionament von den administrativen Prozessen an dieser Materie zu optimisieren, gibt das Institut Luxembourgeois de Régulation, kurz den ILR, laut zuständig für das Vergehen von Lizenzen für Funkequipmente an Bord von Schiffen und an Amateurfunker. Der neue Artikel 3 bis vom Gesetz bringt die substanziellste Änderung vom Gesetz von 2005 mit sich. Diesen neuen Artikel gesagt ein strikter und präziser Kader für das Benutzen von Apparaten, die Funkfrequenzen ausstrahlen und dabei andere Equipamente oder Apparate steuern können. Das Prinzip ist und bleibt, dass das Benutzen von fixen oder mobilen Steuerapparaten im Territorium vom Grand Duché oder an Bord von Schiffen, Booten, Fluchtgeräten oder anderen Supporten, die mit dem Lützebäuer Fendel oder in der Lützebäuer Recht in der Leyen verboten ist. Wo das Prinzip geht, geht es natürlich auch ausnehmen. Und das sogenannte Steuerapparat dürfen nämlich in verschiedenen Umständen wie die öffentliche Ordnung, Defense, nationale Sicherheit oder den öffentlichen Dienst von der Justiz in strengen Kriterien auch für bestimmte Verwaltungen und Etablissementen benutzt gehen. Das sind die Militär, Police, der Geheimdienst sowie die Prisonsverwaltung am Kader von ihren gesetzlichen Aufgaben. Benutzen von diesen Apparaten muss zeitlich, räumlich und ob bestimmte Frequenzen begrenzt sind und auch am Vierfeld beim ILR gemeldet gehen. Berechtigte Entitäten müssen Kontrollmaßnahmen und ihren Apparaten durch den ILR zulassen und auch ein Register über das Benutzen feiern. Den ILR muss dann auch den zuständigen Minister informieren und am Fall, wo Risiko für die Sicherheit besteht oder die Sicherheit von der zivilen Luftfahrt impactiert wird, muss auch die Direktion von der zivilen Luftfahrt informiert gehen. Den Zweck von der wirklich legale Kader zu schaffen, an dem die konzernierte Verwaltung und Etablissementen sporadisch die Möglichkeit kriegen, auf Steuerapparate zurückzugreifen, für so im Notfall direkt und effizient können zu handeln. Initial hat auch das Gesetzesprojekt vorgesehen, dass die just mit dem ILR eine Notifikation machen, wenn in über den gewissen Zeitraum dieses Steuerapparat ging nutzen. Mit heute Staatsrat bemängelt, dass durch ganz viele Nutzungen von Steuerapparaten nicht müsste gemeldet gehen und so ein potenzielles Sicherheitsproblem gegen durchstellen. Dafür gesagt, das Gesetzesprojekt in der aktuellen Version für, dass alle Nutzung von einem Steuerer am Vierfeld muss beim ILR gemeldet gehen, egal wie lange ihn das dann benutzt.
Das weitere Gesetzesprojekt dem ELR die Möglichkeit für die Modalität und für die Prozedur von der Kollekt von der Lizenzkäste festzulegen. Zu guter Letzt will ich noch mal kurz die Prozedur an die verschiedenen Avien angehen. Das Gesetzesprojekt wurde am 24. April letztes Jahr in der Chambre deposiert. Die Direction de l'Aviation Civile hat ihren Avis den 12. Juli 2023 aufgegeben und hilft an diesem Führernall immer vier, dass beim Benutzen von Apparaten, die Steuersignale aussenden, Anpassungen müssen gemacht werden, für die Sicherheit und den Schutz von der Luftfahrtaktivitäten zu verstärken. Eine andere, also der Meinung, dass sie 28 Tage vor dem Benutzen von so Apparaten muss informiert gehen, dass ein Plan für den optimalen Auflauf Martin beschwätzen muss und dass Konsequenzen müssen aufgeschaut gehen. Chambre de Commerce hat zwei Avien aufgehen und an ihrem ersten Avis vom 3. Oktober 2023 als Chambre de Commerce darauf angegangen, dass die Projektanpassungen für eine effektive Regulierung vom Benutzen von diesen Apparaten sicherzustellen. Die Regeln für die Benutzer sollen besser definiert gehen und es soll mehr kontrolliert gehen, so wie der Staatsrat auch die Chambre de Commerce der Meinung, dass die Utilisatoren bei allen Nutzen müssen dem ELR das am Vierfeld melden. Das Weitere soll ihnen aber auch daran denken, dass den zivilen Einsatz von Drohnen erlaubt und reguliert ist. Und nicht darf gemeint gehen, dass Drohnen im Allgemeinen nicht konform oder gefährlich wären. Als ich mal wie vom 24. Oktober 2023 hat der Staatsrat eine Opposition formell gegenüber den Paragraphen 2 und 3 aus dem Artikel 5 vom Gesetzesprojekt formuliert, was Derogationen für die Utilisation von Steuern angeht, weil das nicht präzis genug waren. Das Paragraphen ermöglichen Ausnahmen für spezifische Bedürfnisse an gesetzliche Aufgaben, mit das nicht klar, ob das kombiniert gehen oder ob es Alternativmöglichkeiten gibt. Die Medien- und Kommunikationskommission hat den 20. Februar der Opposition formell Rechnung gedroht und dann auch das Gesetzesprojekt angepasst, sodass am Avis komplementär vom 29. März der Staatsrat seine Opposition formell fallen gelassen hat. Am Avis komplementär vom 18. April 2024 war die Chambre de Commerce mit den neuen Amendementen zufrieden. Sie sind aber der Meinung, dass den ELR die betroffenen Telekommunikationsbetreiber direkt informieren müsste, sobald diesen über den Ersatz von einem Steuersender benachrichtigt wird und nicht just, wie momentan der Fall ist, der Minister und Direction de l'Aviation Civile. Diesem Vorschlag gab aber an diesem Gesetz nicht Rechnung gedroht. Ich habe den 9. Januar des Jahres zum Reporter genannt und habe die Charge von der Honorable Barbara Agostino überholt. Mein schriftlicher Rapport wird letzte Woche, 4. Juni, an der Medien- und Kommunikationskommission angeholt. Für weitere Details verweise ich auf meinen schriftlichen Rapport und ich gehe heim mit dem Akkord von der CSV-Fraktion. Ich danke für die Nachricht.